auf diesem Wegniveau, welches unter der Brandschicht von 1536 liegt, konnten wir diese Scherbe finden. Eigentlich eine Massenware, die nichts Besonderes ist, aber die Geschichte, die dahinter steckt, das ist das, was den Reiz ausübt. Diese Scherbe ist innen glasiert. Das ist eigentlich immer ein deutliches Kennzeichen dafür, dass es sich um neuzeitliche Keramik, also 16. Jahrhundert, handelt. Ferner ist sie rot im Bruch, das heißt rot glasiert, rot glasierte neue Irrenware. Auf der Außenseite ist daumengroß ein Abdruck zu sehen. Der ist von einem Griff, der hier rangesteckt wurde und den der Töpfer mit dem Daumen festdrückte. Das heißt, jetzt, wo mein Daumen drin ist, hat der Töpfer vor rund 400 Jahren ebenfalls seinen Daumen drin gehabt.